Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Ja, ihr seht schon, ich stehe hier vorm Händler mit einem gebrochenen Bein, leider. Und ich hatte nämlich keine Schienen, da musste ich erstmal hier welche kaufen. Oh. Ah, da. Komm her. Kriegst eins auf die Nase. Gehen wir auch direkt verkaufen, würde ich sagen. Ich habe auch noch mal einen Ofen gefunden und so eine Munitionsbox. Ich liebe diese Sachen hier. So, dann humpeln wir doch mal zurück. Und ich bin auch schon einiges weitergekommen bei meinem Bauprojekt. Something you want to buy or trade? Ich habe auch ein... Ah. So, erstmal was anklicken. Ich habe auch einen Barhocker gefunden, einen Ofen und wie gesagt zwei Munitionskisten. Finde ich richtig toll. So, die Hosen brauchen wir nicht. Die Brille brauche ich eigentlich auch nicht. Und die lasse ich mal, die obwohl. Komm weg damit. Gut. That's all you're gonna buy. I'll let you show yourself out. Ja, ich habe die heute Nacht auch zu Hause verbracht. Ich musste eh nach Hause. Denn ich habe mir den ganzen Beton geholt, weil ich bin mit meiner einzelnen Schmiede und dem einen Betonmischer bin ich absolut nicht hingekommen. Das war nicht so gut. Aber mit Minibike ging das ganz schnell. Ein paar Mal heimfahren, wiederkommen, Sachen holen. Und da ich jetzt ziemlich weit bin, war das auch nicht mehr so einfach mit die Horde praktisch hier unter der Erde verbringen. Weil, ihr werdet es dann gleich sehen, wir haben es fast geschafft. Zumindest ein Teil davon. So. Ich würde sagen, das lassen wir einfach mal hier drin. Das möchte ich dann lieber nach Hause bringen, in die Mainbasis. Und was macht das Wetter jetzt wieder? So, Bein ist geschient, jawohl. Genau hier. Wie gesagt, ich bin da nicht mehr hinterhergekommen. Deswegen habe ich mir den ganzen Beton geholt von zu Hause. Was wollte ich? Was wollte ich? Eigentlich nichts. Ich habe dann alles. Schiene behalten wir mal. Ich breche mir eh wieder das Bein. Aber es ist Tag. Wir könnten wieder was kochen. Das trockene Fleisch ist nicht so lecker. Machen wir mal wieder Speck mit Eiern. So, wie viel? 5 Minuten müsste reichen. Und kochen. Jawohl. So. Ich dachte schon, ich falle jetzt wieder runter und breche mir das Bein wieder. So. Ja, total schnell unterwegs jetzt. So. Ja, ich habe das immer so gemacht. Wenn ich hier praktisch aufgehört habe, also irgendwo in der Mitte, habe ich mir dann die Heuballen hier hingestellt, bin runterhüpft und konnte dann direkt weiterarbeiten. So, dann musste ich mir nämlich nicht irgendwie eine Leiter oder so hier herstellen. Dann hat das ganz gut geklappt. Ich würde sagen, wir machen mal die letzte Reihe hier noch fertig. Und da ich beim Rückwärtslaufen auch schon mal runtergefallen bin, Gott sei Dank war das dann nicht so hoch, mache ich es lieber, ja, vorwärts laufend und immer drei Dinger. Weil immer wenn so eine Ecke gekommen ist oder so, dann bin ich irgendwie, ja, wollte ich die Kurve kriegen und bin dann aber irgendwie runtergefallen. War nicht so cool. Aber wir haben es Gott sei Dank überlebt. Dadurch, dass wir so viel Wohlbefinden haben, klappt das ja.
So, sieht man das von hier? Boah, ich traue mich gar nicht runtergucken. Doch, seht ihr da die vier Heuballen? Also ich bin dann immer praktisch, ja, wenn es jetzt die Reihe ist, bin ich hier raufgesprungen. Und wenn, ja, wenn ich Schluss machen wollte oder nachts in Sicherheit gehen wollte, geh mal weg da, dann bin ich einfach hier runtergehüpft und dann die Treppe wieder nach oben. Deswegen war das eigentlich ganz gut so mit dem, mit der Leiter dahin bauen. So, dann, nee, komm, den mache ich jetzt schnell weg. Nicht, dass ich wegen dem dann runterfalle oder so. So, dann werten wir mal die letzte Reihe auf. Ich habe auch gleich ein paar Steine bis unten ein bisschen Eis nach Hause in die Minbasis gebracht, weil, ja, ich brauche ja nicht alles hier und zu Hause bin ich dann froh, wenn ich das Zeug wieder habe. So, sehr schön. Dann kann ich meinen Rahmen hier abbauen. Gibt's da vielleicht was Gutes? Hm, nur Feder. Die brauchen wir nicht. So. Ich würde sagen, wir hüpfen jetzt auch direkt mal runter. Das ist immer so, ich weiß nicht, richtige Ecke habe ich. Und dann würde ich sagen, auf den Runden. Platsch. Ich hasse es. Aber es war halt immer der schnellste Weg. So. Oder soll ich die einfach lassen? Ne, ab jetzt werden die Leitern genutzt. So. Hier habe ich dann auch schon angefangen gehabt. Beziehungsweise auch vollendet. Oh, kann ich aufwerten. Ich habe hier, ja, den Gang ausgebaut. Dann sieht es schön aus mit Beton. Hier habe ich Licht reingemacht. Sieht dann schön aus, weil, wie gesagt, ich mag's mit dem Fackellicht. So. Hier habe ich auch schon angefangen mit diesen Platten. Weil wie gesagt, ich möchte ja auch so ein Wasserbecken dann hier haben. Mal gucken. Und hier muss ich noch. Aber ich muss hier auf jeden Fall einen ganzen Boden bauen. Ah, jetzt habe ich aber nichts dabei. Wie mache ich das jetzt? Muss ich doch hoch und die Säulen holen. Weil hier drüben möchte ich ja mein Haus hinbauen. Das können wir eigentlich mal direkt zumachen. Gibt ja nur eine kleine Hütte. Ich hätte vielleicht die Holzrahmen droben lassen sollen. Obwohl, ein Block hoch können die ja springen. Weil es kann ja jetzt jederzeit mit zum mir runterfallen. Stehe ich hier und es regnet Zombies. Ganz toll. Naja, so. Das wäre schon mal der Grund für das Haus. Werte ich jetzt auch direkt auf. Ja, mit der Quest bin ich auch leider noch nicht weitergekommen. Ich habe zwar nochmal einen Hirsch gefunden, aber ich war jetzt auch nicht wirklich jagen, weil ich habe ja noch so viel Fleisch hier. Und mir war es halt wichtig, dass ich diese Riesenmauer oder Wände fertig bekomme. So. Aber ich glaube fast, ich brauche zwei Blöcke hoch. Oder mache ich nur in einer Ecke? Ich habe mir dann auch überlegt gehabt, ob ich hier alles mit Wasser zu machen, dass das praktisch wie so ein Häuschen unter Wasser. Wie mache ich das jetzt?
Ich glaube, ich gehe erstmal die Säulen holen. Immer schlimm, wenn man so ohne Plan was baut. Nur so eine grobe Vorstellung hat. Dann weiß man halt immer nicht wirklich weiter. Aber die besten Ideen kommen halt dann während des Bauen. So, zu machen. Ich möchte hier oben auch alles zumachen. Bis auf eben eine kleine Lücke, wo ungebetene Gäste dann runterfahren. Ja, wir haben den Sprung geschafft, das ist gut. Was wollte ich? Säulen wollte ich. Genau, das da einmal. Und dann nehmen wir auch mal mit. Nee, nicht so viele. Doch, nee. Einfach mal mitnehmen. Ja, da habe ich auch, wie gesagt, einen ganzen Sprung schon mit nach Hause genommen. Steine haben wir mehr als genug. Mach mal weiter Zement, bitte. Hier. Und ja, müsste reichen. Ich nehme jetzt schon mal mit. Ich habe mir nämlich auch schon einmal hergestellt. Nehmen wir die mal mit. Ich glaube, ich mache doch nur ein kleines Becken. So ein kleines Wasservorratsbecken. So, Wasser in der Nähe, nehmen wir auch gleich mal mit. Und zurück nach unten. Aber jetzt muss ich die Leiter nehmen, ich habe ja die Heuballen jetzt weggenommen. Es tut sonst weh. So, aufmachen und... Jetzt habe ich natürlich noch mehr Schiss, dass eine Wanderhorde vorbeikommt. Weil vorher hat man es halt immer gehört, wenn die auf die Holzdinger draufhauen und so. Aber gut, wir werden uns dann schon zu helfen wissen, falls was regnet. Also ich finde das schön so mit diesem Licht hier. Da muss ich auch nicht immer mit Bergbauhelm hier rumrennen. So. Zwei Stück fehlen noch, die Mama da auch mal hierher. So. Gut, hier möchte ich ja eine Wand haben. Können wir auch direkt aufwerten. Ja, Mama einfach mal zu. Ja, bitte hier auch zu. So, ich glaube, das muss ich auch zumachen, aber ich gucke da dann gleich mal. So. Machen wir doch mal Licht an. Machen wir hier jetzt auch nochmal auf jeden Fall Beton. Und dann wird das praktisch der Boden, glaube ich. Oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Ach ja, Entschuldigung, aber wie gesagt, ich baue eigentlich immer ganz gerne. So, frei Schnauze. So. Dann machen wir hier auch dicht. Und dann kommt da Wasser rein. So, wenn das jetzt so klappt, wie es klappen sollte, dann haben wir tiefes Wasser. Genau, jetzt muss ich noch ein paar Mal hoch und Wasser holen. Aber nicht Bein brechen. Jawohl, das will ich haben. Jetzt haben wir nämlich Wasser. Dank dem Platten geht das.
Sonst hatte man halt immer so das Problem, dass ich nicht rauskomme. Okay. Schnell, schnell auf, bevor es trocken ist. Ich kann da ja nichts hinbauen. Dann müssen wir Treppen reinbauen. Ach, stellen wir mal her. Hier ist auch warm schon wieder. Immer ein Hin und Her an- und ausziehen hier. Was wollte ich jetzt? Was wollte ich? Stufen. Dann brauchen wir 4 Stück. Boah, ich könnte so welche nehmen. Das könnte ich doch mal ausprobieren, wie die aussehen. Gut. Dann machen wir jetzt Wasser. Gut, dass der Teich in der Nähe ist. Schon wieder 17 Uhr. Ja, und immer wenn ich auf dem Weg war und gelbe Kisten geholt habe, habe ich auch Ausschau gehalten nach dem Hühnchen und nach Bären, aber keine Chance. Ich finde keine. Die kommen dann, wenn ich sie nicht gebrauchen kann. Bestimmt. So. Ja, ich guck mich immer nervös um. Das ist irgendwie immer so. Und wieder runter. Ich glaube, den Weg werde ich vielleicht noch ein paar Mal laufen müssen. Mal gucken. Vielleicht sollte ich mir doch auch eine Lücke bauen, wo ich dann mit Heuballen ja nach unten hüpfen kann, aber ich weiß nicht, ich mache das so ungern. So. Machen wir mal. Ne, hier kommt. Ich mach mal hier. Ich weiß nämlich noch nicht, ob hier auch noch alles Boden wird oder wie ich das mache. So. Nein, ich wollte doch die andere ausprobieren. Wenn da eine Treppe ist, dann können wir doch das hier wegmachen. Dann wird das Wasser da eh nicht schön sein. Okay, probieren wir mal so. Nee. Doch. Sieht nämlich irgendwie cool aus. So. Und dann noch eine Platte wegmachen und eine normale Treppe hin. Jetzt mach das doch kaputt hier. Dankeschön. Ah. So müsste doch reichen. So, damit es schöner aussieht, machen wir da noch dicht. Hör ich irgendwas? Ne. Ah, gut. Dann hauen wir mal das restliche Wasser rein. Ich hoffe, das reicht, aber wie gesagt, ich glaube, ich muss noch mal nach oben. Zack. Jawohl. Doch, das ist ganz gut so. Und komm. Zack. Vielleicht noch zweimal, dreimal laufen? Dann haben wir unser unterirdischen Pool. Nein, 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 was mache ich dann noch? Oh, warum? Ja, das Bein wird nie mehr heile, ey. Gebrochene Bein zum, keine Ahnung, dritten Mal gebrochen oder so. Ich
dauernd runterfall. Und immer wegen so, ja, Dummheiten einfach nur. Ah, 19 Uhr, schaffen wir das noch? Komm, ich will meinen Pool noch fertig machen. Zack, zack, los jetzt. Ich lasse jetzt schnell auf und wird schon keiner reingehen in der Zeit. Schnell zum Wasser und dann nochmal runter. Und dann wieder oben in mein kleines Zwischenlager. Ach, das ärgert mich jetzt wieder mit meinem Bein hier. Mann, Mann, Mann. Ich will auch nicht hier unten übernachten, also ich könnte ja dann vielleicht weiterbauen, aber ich weiß nicht. Nee, vielleicht dann, wenn der Käfig fertig ist und wenn oben alles dicht ist und die wirklich nur an der einen Stelle reinfahren können, wo ich dann auch möchte. Ja, jetzt schneit es auch noch. So, und kommt hier noch und da hinten, naja gut, einmal muss ich glaube nicht mehr. Kann ich jetzt auch hier? Ah, nee. Schade, schade. Hier so. Und jetzt von der anderen Seite vielleicht. So ein bisschen tricksen. Nee. Da muss noch ein Eimer rein. Aber wenn es fertig ist, sieht das ganz cool aus. Komm, schnell. Blödes Sinkebein. Oh, könnte man vielleicht sogar noch schaffen. Ah ja. Das hört sich an. Alles voll Schnee hier hin. Lauf, Mädchen. Lauf. Hinten steht schon einer. Aber keine Wanderhorde. Das ist schon mal gut. Toi, toi, toi. So, und jetzt schnell zurück. Lauf. Wird knapp, aber gut, schaffen wir schon. Ja, es ist ja auch nicht so, dass die dann sofort kommen und sofort rennen. Kann ja jetzt auch schön schleichen, haben sie ja auch verbessert. Ist auch cool. Jawohl, unser Pool ist fertig. Sehr schön. Ja, dann kommt hier mein Haus hin und hier kommt dann praktisch der Käfig hin und die Zwischenmauer, damit da oben die Decke dann praktisch nicht einstürzt, damit das auch alles hält. Und dann möchte ich eben, ja, Eisenstäbe heißen die, möchte ich dann oben auch haben wie Fenster, sag ich mal, damit Licht nach unten kommt und dann können wir vielleicht auch einen Grasboden unten anlegen. Ja, voll das schöne Wetter jetzt. Oh nein! Nein, jetzt kommt ihr. Oh Mann. Die schaffen wir noch vor 10 auf ich. Oha. Dann so. Ich weiß nicht, ich bin jetzt irgendwo festgegangen. Das war gerade blöd. Hey, lass mich vor. Ach,
Ach ja, Mann, 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 was für ein Tag hier. Mantel anziehen, Antibiotika, gut. Lebt noch was, ne? Und wenn sie mich schon ärgern, will ich auch looten, noch schnell. Ach, braucht kein Mensch. Oh, das ist schön. Tu mal gleich futtern. Und jetzt schnell hoch. Lichter, halt, halt, halt. Schmiede aus. Ach, nee, Mann, Mann, Mann. Was für ein Tag heute. Aber die musste ja jetzt noch sein, die Wanderhorde. Das ist immer so. Täglich eine Horde. Sonst ist der Tag kein Tag. Gut. Tun wir mal das noch weg hier. Gut, Rest brauche ich noch. Gut, und jetzt schön leise sein und die Nacht hier verbringen und warten. Gut, dann danke fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und dann denke ich, werde ich mal an dem Häuschen vielleicht weiterbauen und... Oh, die hat Hunger. Ja, an dem Häuschen bauen und... was noch? Ja, vielleicht ja mit der Zwischenmauer anfangen und oben alles dicht machen. Genau. So, gut. Sehr schön. 210 und damit starten wir dann in die nächste Folge. Dann vielen Dank und tschüss.